Das ist der X-Night 5 Zoll HD Vista Quad, geflogen mit der Radiomaster TX16S und der DJI Brille. Der leichte 5 Zoll Quad hat das KDX Vista Modul, das digital das Video überträgt. Unten ist ein F4FC mit 35 Ampere Bell Heli 32 ESCs und den supergroßen 2004 Motoren mit 1700 kV für 6S Akku. Und diese haben genug Kraft für die 3-Blatt 50, 25, 5 Zoll Propeller. Meine hat einen XM Plus Empfänger, der vorne in der schwarzen 3D Druckhalterung steckt. Geflogen wird er mit dem leichten 6S Airline Akku, der 114 Gramm wiegt. Der X-Night wiegt 177 Gramm und mit dem 56 mAh Akku sind es 291 Gramm. Gut ist auch der 1050 mAh Akku, wo man aber schon bei 348 Gramm ist. Mit dem kleinen 56 mAh Akku fliegt der 5 Zoll Quad super schnell und reagiert sehr schnell auf jede Steuerbefehle. 291 Gramm ist sehr wenig für einen starken 5 Zoll Quad. Nur die Flugzeit ist hier etwas kurz mit 4 Minuten. Hier das Video aufgenommen mit der DJI Brille mit der maximalen Bildqualität. Der Quad hat einen XT60 Anschluss, wo ich hier einen Adapter für den XT30 Akku benötige, mit 5 Gramm extra Gewicht. Besser geeignet wäre hier ein Akku mit XT60 Stecker oder man lötet einen XT30 Stecker dran. Mit einem 1050 mAh Akku komme ich hier auf über 6 Minuten Flugzeit. Die Flugzeiten gelten natürlich für schnelles, aggressives Fliegen. Fliegt man sehr langsam, dann ist die Flugzeit deutlich länger. Zuvor bin ich schon den Twix ET5 geflogen mit 1505 3600 kV Motoren. Da fand ich aber die Motoren zu schwach. Zum langsam Fliegen sind die 1505 Motoren okay, aber wenn man Vollgas gegeben hat, fing der Quad zu vibrieren und die Motoren hatten nicht genug Leistung. Also sind die 1505 besser für einen 4 oder eher 3 Zoll Frame geeignet. Bei den großen Beta FPV 2004 Motoren kann man hier gut mit Vollgas fliegen. Die schaffen problemlos die 5 Zoll 3 Blatt Propeller zu drehen. Ich mag sehr gerne den X-Night 5 Zoll hier mit dem leichten 650 mAh Akku zu fliegen, weil das Gesamtgewicht unter 300 Gramm ist und sich der Quad sehr leicht anfühlt. Natürlich bin ich hier über der 250 Gramm Grenze, aber das ist bei 5 Zoll nicht zu schaffen, so einen 5 Zoll ultra leichten Quad zu bauen, der auch ultra schnell fliegen soll. Bei unter 250 Gramm würde ich lieber einen 3 Zoll Quad mit HD Digital Vista nehmen. Wie der Beta FPV X-Night 3 HD Quad, der schnell genug fliegt. Also, der X-Night 5 Zoll braucht auf jeden Fall die 2005 große Motoren, wenn man digital fliegen möchte. Bei Analogkamera könnte man vielleicht nur mit den 1805 Motoren fliegen. So, und viel Spaß beim Fliegen!